Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über viele Jahre haben die Stadtteilmütter, die Kiezlotsen, die Integrationslotsen und auch die Gemeindedolmetscher gezeigt, dass sie ein unglaublich großes Fachwissen haben und dass sie ganz viele Kompetenzen haben. Frau Kahlefeld und auch Frau Grosse haben eben ganz viel dieser Tätigkeiten aufgeschrieben, hatte ich jetzt auch in der Rede, muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber die dort beschäftigten Männer und Frauen verfügen über eine unglaublich große interkulturelle Kompetenz. Und sie kennen die staatlichen Regelangebote, wie Schulsysteme, Gesundheitssysteme oder auch anderes. Und sie sind vor allem in der Lage, Menschen dies näher zu erklären und sie diesen Regelangeboten auch näher zu bringen. Sie öffnen also Türen. Und die Stadtteilmütter sind diejenigen, die oftmals überhaupt erst den Zugang auch zu Behörden und zu Schulen schaffen und es damit zu einem Kontakt kommt. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ist es, und liebe Burgunde Grosse, ist es ganz, ganz bitter, dass ganz viele dieser Stellen weggebrochen sind. Und jetzt, wo sie weggebrochen sind, wird auch noch mal ganz deutlich, wie groß die Löcher sind, die jetzt gerissen wurden. Und da, finde ich, muss man sich überlegen, wie man diese Löcher auch wieder stopfen kann. Das heißt, liebe Frau Dr. Kahlefeld, es stellt sich nicht alleine die Frage, wie man den Stadtteilmüttern eine berufliche Perspektive im ersten Arbeitsmarkt schafft. Die zentrale Frage ist, wie können wir genau die bisherige Arbeit, die sie leisten, absichern? Und diese Frage blenden Sie mit Ihrem Antrag aber aus. Und ich sage mal, es ist immer richtig und es ist auch tatsächlich von zeitloser Schönheit, wenn man sagt, Menschen sollen qualifiziert werden für den ersten Arbeitsmarkt. Das ist immer gut, das ist immer richtig. Aber es rettet nicht die Arbeit der Stadtteilmütter, die für diese Stadt so notwendig ist. Wenn wir das wollen, dann glaube ich, müssen wir andere Wege gehen. Und da waren wir jetzt tatsächlich viele Sachen, die Burgunde Grosse gesagt hat, waren wir näher. Ich glaube in der Zwischenzeit, nach all den Erfahrungen, dass es ganz wichtig ist, dass wir endlich ein bundesweit anerkanntes Berufsbild schaffen. Und da gab es immer wieder Versuche, und die sind immer wieder an der Bundesregierung gescheitert, und zwar völlig unabhängig, welche politische Konstellation es war. Und da finde ich, liebe Senatorin, da sollten Sie tatsächlich sich noch mal richtig für engagieren. Mit einem anerkannten Berufsbild haben wir Qualitätsstandards, wir haben Einsatzstellen definiert, wir haben die Abgrenzung zu anderen Berufen. Und, liebe Burgunde Grosse, wir haben damit die Voraussetzungen für eine vernünftige, tarifliche Eingruppierung. So viel noch einmal zum Thema gute Arbeit. Dafür brauchen wir aber denn tatsächlich eine solide und eine verlässliche Finanzierung für die Arbeit, die unabhängig ist von beschäftigungspolitischen Maßnahmen. Ich bin immer noch ein großer Fan eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors. Aber solange wir diese kurzfristigen beschäftigungspolitischen Maßnahmen haben, die alle Nase lang geändert werden, wird jedes Projekt daran scheitern, auch die Stadtteilmütter und die Kiezlotsen. Und die leisten für diese Stadt einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt. Und ich finde nach wie vor, Ihre Arbeit braucht eine Wertschätzung und Ihre Arbeit braucht eine Verstetigung. Sie müssen weisungsunabhängig arbeiten können, aber Sie müssen öffentlich finanziert werden. Deshalb wäre ein Landesprogramm eine Lösung. Aber an einem Punkt stimme ich Susanne Kahlefeld zu. Da kommen wir nicht mit 68 Stellen aus, sondern, und das werden wir denn bei den Haushaltsberatungen sehen, ob dieses Landesprogramm tatsächlich so aufgestockt wird und auch so langfristig aufgestockt wird, dass wir den Bedarf in dieser Stadt für die Tätigkeit von Stadtteilmüttern decken können. Das werden wir dann aber alles weitere im Ausschuss diskutieren. Vielen Dank.